Willkommen zu einem neuen Farmplan. Heute bin ich am Kunstinger Streuer. Das ist die letzte Gabe im Walzer. Wie man sieht, hier ein wenig spät, aber vorher war es jetzt die letzte Zeit so nass. Gestern habe ich schon angefangen, die erste Runde auf dem Acker und schon andere Äcker. Aber nachher hat es wieder angefangen mit Stürmen und Gewitter und muss ich aufwehren. Jetzt machen wir heute fertig, heute ist nicht gut, morgen kommt wieder Regen. Und passt ja eigentlich gerade. Viel gebe ich nicht mehr, aber wissen wir. Der hat komischerweise auf dem Acker schon geschoben. Das ist der Acker, den wir zuletzt gesät haben, mit den schlechtesten Bedingungen. Und der Walze sieht am schönsten aus. Das ist komisch. Aber es ist also. Das ist keine andere Sorte, das ist die gleiche. Wie auf der anderen Garmin-Wein-Acker mit einer anderen Sorte, aber der ist neu zu weit. Wie man sieht, unser Walz ist ziemlich hoch. Weil wir noch einen alten Kopf gespritzt haben. Haben wir normal noch nie so gemacht. Bei uns hat das bisher immer so funktioniert, auch mit guten Erträgen. Der Acker geht inzwischen sogar genau mit 3 Fahrgassen auf, seit wir auf 12,5 umgestellt haben. Das ist schon auch schon mal nicht schlecht. Vorher waren es halt 4, aber halt so halbe noch. Heute ist richtig warm. Ja, aber ein bisschen Luft jetzt trotzdem. Aber mal im Rahmen. Da haben wir unseren Hafer. Der ist dieses Jahr ganz komisch, sage ich jetzt mal. Da ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal reinlaufen, da haben wir schon ganz hell. Da haben wir schon ganz dunkel. Aber gerückt hat alles gleiche. Man sieht es da hinten noch so. Da ist schon ganz hell. Da ist schon ganz dunkel und wir wissen selber nicht, wo es herkommt. Neben da hinten noch die Wintergäste. Wie man sieht, gestern hat es ein wenig sauer reingehen, Sommerweizen. Wintergäste. Laufen wir da mal rein. Die Pfannenhalle, da reift es jetzt schon schön, das sieht man schon. Kriegt sich schon eine Kurve. Aber schöne, große Ähre. Sieht gut aus dieses Jahr. Steht auch schön dicht. Das ist jetzt für uns eine neue Sorte. 1 Hektar neue Sorte und der Rest andere Sorte, die alte. So haben wir es dieses Jahr mal gemacht. Aber man sieht, man könnte auf jeden Fall meinen, dass die besser wäre. Man sieht, ein wenig Ackerfuchsschwanz haben wir drin und Zeug. Da vorne sowieso, da war es im Herbst so nass, dass nichts mehr komisch, dass versoffen ist, da ganz hinten auch. Auf dem Acker, aber die hat sich eigentlich ganz akzeptabel erholt. Von dem nassen Herbst da schon. Nasse Frühjahr war ja das gleiche, gell? Beim Kunstingerstreuer bei der ersten Gabe. So nass. Man hat fast die Gefahren können stellenweise. Aber da dafür sieht Frucht das ganz gut aus. Ich fahre mal weiter. Inzwischen angekommen auf dem Acker, wo die Sauer drin waren. Wo wir Sommerwalzen eingesät haben. Also man sieht halt, ja, wenn man nachzählt, da sieht man schon. Urheber ist halt auch noch. Da sieht man zum Beispiel gut, da kommt der Sommerwalzen raus. Da ist schon der Hauptpunkt. Da kommen wir jetzt gleich nach. Aber ansonsten, da haben wir jetzt Frucht gewalzt. Also, ich weiß nicht, wie alt das da war. Ja, im Video habe ich einen größten Kuh gemacht. Aber die Hälfte, die so außer drin war, die habe ich gewalzt, wo. Ja, halt der früher. Und da dafür hat sie sich, glaube ich, ziemlich gut erholt. Da ist zum Beispiel wieder so ein Platz, da war es so, als so mäßig drin. Der Sommerwalzer, da sieht auch ein bisschen Sofa aus dahinter irgendwie. Da sieht er wieder schön aus. Ohne ist halt auch nicht so schön, gell? Da waren halt so drin, das ist halt einfach nicht so schön, aber da haben wir schon mindere Frucht mit
13 Uhr drin rum zu holen. Man denkt schon schlimmer auszusehen. Man denkt, ja, der ganze Streifen ist da jetzt von der Sau. Aber wir haben das Glück, dass sie jetzt sich noch mehr gemacht haben. Also das ist sehr früh und alle mich nur. Man sieht auch noch wieder Gleis Eckle. Aber ja, da war wenig Himmel. Und da ruft es was noch eh ganz gut. Sieht man ja, da sieht er ganz schön aus eigentlich. Jetzt der Bestand aus, wovon jetzt auch sind. Und so sieht das besagte Loch aus, das ihr ja schon kennt. Schön Wasserrinn. Sehr trockenes Jahr dieses Jahr. Den großen Bogen muss man da fahren, das haben wir ja schon öfters gemacht. Das sieht der Walz eigentlich gut aus. So im Großen und Ganzen klar. Es gibt schon ein paar Stellen, wo ich gar so schön sind, aber eigentlich ziemlich gut. Inzwischen haben wir es jetzt Samstagabend. Inzwischen regnet es auch wieder. Ich habe glaube einen kurzen Clip gesehen vom Weizenspritzen. Ehrebehandlung. Ja, da hat man gewusst, kommt es jetzt geregnet, kommt es nicht gerangen, aber wir haben jetzt mal einfach gespritzt und es hat jetzt auch gelangt. So, es hat zwar mal ganz leicht getropft, aber alles noch im Rahmen und noch jetzt zwei Stunden später hat es noch angefangen mit Regnen. Das war, ich weiß gar nicht, halb Viertel nach zwei oder so waren wir fertig oder halb drei oder so. Und ja, zum 5 wird es noch richtig angefangen mit Regen. Da, wo ich gerade Futter holen gegangen bin, dann ich denke, jetzt vor dem Gewitter tue ich noch Futter holen. Aber dann hat es so losgelegt, gerade unter dem Futter holen wieder. Den da habe ich gewäscht. Den will ich jetzt noch einwählen morgen, weil jetzt sind wir mit dem Kunststängerstrahl fertig. Ja, da halt, wenn ich dazu komme, nicht unbedingt morgen. Dann kommt der wieder raus. In sein Sommerquartier sozusagen. Weil, ja. Ich habe jetzt gestern eben noch gestreut, ein bisschen was auf der Hafer, auf der Weizen und auf der Mais noch was. Und jetzt sind wir dann eben durch für das Jahr mit Kunststänger streuen. Spritzen müssen wir eventuell noch im Hafer und dann im Sommerweizen, wenn es da so weit ist. Aber sonst sind wir da auch so weit. Ja, und viel mehr war es eigentlich heute. Mein Vater war noch beim Spritzentüff mit der Spritze diese Woche mal. Mittwoch, glaube ich. War alles problemlos gegangen. Ja, und sonst, es regnet einfach immer. Zwar sind wir zwei Tage trocken, einigermaßen mit heute, einen halben Tag. Oder andere hat ein wenig siliert, aber wirklich einen Wert hat es auch gehabt, sage ich jetzt mal. Ja, nächste Woche wird es vielleicht nach Wetterbericht schon ein wenig besser, aber auch nicht wirklich warm zum Halben. Muss mal gucken, wie das nachher wird. Gülle gefeiert hat mein Vater mal ein wenig, da habe ich jetzt aber nichts gefilmt. Die Gülle grob fast voll war von dem ganzen Regen. Gut, das soll es gewesen sein von dem Video. Bisschen kurz, aber ich habe einfach nicht mehr gemacht. Bis zum nächsten Mal.